Das finde ich ein bisschen schade, dass jetzt zum Beispiel auch die Stadt nach außen ja gerne propagiert, dass sie die weltoffene Kulturstadt und hier ist Multikulti und alles kann sich treffen und machen, was es will. Und dann funktioniert es eben irgendwann doch nicht mehr, weil man nicht beachtet, dass so eine Nischen auch bleiben müssen einfach. Und zum Beispiel, dass man nicht alles verkauft, nicht alles saniert, nicht alles mit Gesetzen und Auflagen so belädt, dass Leute auch irgendwann vielleicht gar keinen Spaß mehr haben, was aufzumachen oder so, weil es zu kompliziert wird. Derweil boomt der Westen munter weiter. Das Charlottenburger Stilwerk setzte sich mit der Skybar selbst das i-Tüpfelchen aufs perfekt designte Dach. Hier feiert sich, wer noch in Kellerclub-Zeiten Karriere gemacht hat oder eben erst aus Bonn zugereist ist. Die Clubs und Galerien, die wir haben, sind eigentlich Trendlabore. Hier wurde das entwickelt an Werbeästhetik, Musik, was man später irgendwo richtig gut und teuer verkaufen konnte. Und natürlich wird das einfach mal einfach kaputt gehen. Logisch. Und dann werden wir eine Monokultur haben von lauter Schickimicki-Läden, wie zum Beispiel dem Adagio, ein Abschreibungsobjekt, wo auch nichts los ist. Und so wird die ganze Stadt vielleicht irgendwann demnächst voll sein mit irgendwelchen Marmor-, Glas- und Chrom-Scheiß der 80er Jahre. Und es wird tot und kaputt sein. Und wir werden kein Image mehr verkaufen können, glaubwürdig in die Welt. Am 30. September schließt nun auch der Pfefferberg für etwa 2 Jahre wegen Sanierung die Pforten. Da gilt es auf gewitzte Partybetreiber und tolerante Nachbarn zu hoffen, damit die Berliner Szeneweltbürger nicht bald im Dunkeln dastehen. Wenn die Hose locker in den Knien wippt und die Ellbogen überall voll sind mit blauen Flecken, dann kann es ja ganz gut sein, dass man es A mit einem Skater oder B mit einem wilden BMX-Fahrer zu tun hat. Wie auch immer, Skateristen aus der ganzen Welt kommen inzwischen nach Berlin. Aber damit könnte bald Schluss sein, weil die Stadt selber rafft es noch nicht so ganz mit dem Potenzial. Einerseits wird ja gejammert, Jugend soll weg von der Straße. Andererseits sind sie nicht bereit, Hallen und Plätze zur Verfügung zu stellen. Na, was denn nun? Streetsport in Berlin, auf jeden Fall keine einfache Angelegenheit. Skaten und BMXen in Berlin. Für viele Kids Lebensgefühl und Sucht in einem. Doch obwohl die Streetsportarten als cool und schick gelten, wird von der Stadt wenig getan, um den schätzungsweise 3000 Anhängern Flächen zum Austoben zu bieten. In einem Jugendfreizeitheim in Köpenick ist man gerade dabei, daran etwas zu ändern. In Eigeninitiative mit Skatern und BMXern entstand die Vision Mellow Park. Auf einer alten Industriefläche will sich die Szene einen Treffpunkt und Veranstaltungsort schaffen. Vorerst für ein Wochenende soll bewiesen werden, dass der Bedarf für ein solches Forum besteht. Denn die von der Stadt bereitgestellten Plätze entsprechen oft nicht den Anforderungen der Fahrer. Vor allem ist auch das größte Problem, dass das meist nicht von Leuten gebaut wird, die davon was verstehen, sondern dass das halt oft irgendwo in einem Wohnumfeldkonzept mit drin ist, irgendwo da müssen warten, bis für Jugendliche sein, dann werden wir schnell zwei Rampen hingestellt, die aber irgendwie ja nicht so richtig sinnvoll sind und so. Und das ist halt oft das Problem, dass halt nicht mit den Leuten gesprochen wird, die es selber dann noch nutzen. Und das ist halt bei uns der große Vorteil, dass halt die Leute, die es selber nutzen, das auch bauen. Auch Hans, seit 8 Jahren leidenschaftlicher BMX-Dirtfahrer, arbeitet am Mellow Park-Projekt mit. Er ist Spezialist für die aus Lehm gefertigten Rampen. Dass der Mellow Park länger als ein Wochenende steht, hofft auch er. Also ich finde für die Kids in Köpenick, Schöneweide, Neukölln, Baumschönweg, ist das genau das, was wir brauchen. Also da kannst du abhängen, da kannst du Basketball spielen. Da kannst du, wie ich, BMX fahren, Skateboard fahren, da kannst du Beachvolleyball spielen. Also so von der Sache her und von der Idee her fände ich das so cool, weil du kannst da so viel rausholen, du kannst am Wochenende Konzerte machen und sowas haben wir einfach nicht. Und sowas habe ich auch noch nie in Deutschland gesehen. Tiergarten. Das Zentralorgan der Streetsport-Szene ist das Lowdown-Magazin. Seit rund 6 Jahren arbeitet man hier an der Schnittstelle zwischen Musik, Style und Sport. Fast alle Mitarbeiter sind Quereinsteiger und waren selbst jahrelang aktiv. Und gerade deshalb ist das Magazin so erfolgreich. Skater und BMXer sehen die Stadt auch einfach ganz anders, weil sie sich ja in der Stadt aufhalten und mit der Stadt sozusagen spielen, beziehungsweise mit der Architektur der Stadt spielen. Wenn du mit einer Horde Skateboardern im Auto sitzt und durch die Stadt fährst, dann siehst du ständig die Jungs, wie sie so gucken, so
fahr mal langsam da in den Hinterhof gucken oder da, ey, komm, lass mal aussteigen, da drüben mal die Rails anchecken oder da hinten mal die Treppe irgendwie mal probieren zu springen. Also du scannst die Stadt ab. Der sogenannte Hotspot der Skater-Szene ist das Kulturforum am Tiergarten. Von Wachschutz und Polizei missgünstig beäucht, trifft sich hier der Nachwuchs mit den Cracks der Szene. Lenny Burmeister ist einer der Stars und wenigen Profifahrer Berlins. Auch für ihn liegt das Hauptproblem im mangelnden Verständnis und fehlender Kommunikation zwischen der Stadt und dem rollenden Nachwuchs. Es fehlt dann einfach mal so eine kräftige Zusammenarbeit, sag ich mal, dass man sich mal irgendwie so zusammentut und sagt, ey, wir müssen mal was machen, womit die Skater auch zufrieden sind, sondern nicht nur einfach irgendwas bauen und sagen, hier, ihr habt da was, jetzt warum wollt ihr da nicht fahren? So, das ist halt ein bisschen schade. Und es gibt keine Halle, sodass der Winter ziemlich hart ist in Berlin, sag ich mal. Ja, das ist schon sehr unfreundlich, aber ansonsten ist es eigentlich eine gute Stadt. Dass Berlin eine richtige Metropole werden will, steht fest. Ob die Stadt aber den Mut aufbringt, auch der wachsenden Skater- und BMX-Fahrerszene eine echte Heimat zu bieten, das wird sich zeigen. Skaten in Berlin und jetzt ist er bei mir, Robert Stoje und Skatefachfrau Luise Wisalski. Hallo. Hallo. Und du bist Skate-Meister, Robert, und das schon seit 13 Jahren, oder wie lange machst du das jetzt? Seit 14 Jahren. Seit 14 Jahren. Und was mir aufgefallen ist, Luise, ganz wenig Mädels sind unterwegs auf dem Skateboard, ähnlich wie beim Breakdance. Woran liegt denn das? Na, ich glaube, dass viele Mädchen einfach irgendwie Angst haben oder dass sie sich irgendwie peinlich machen oder so, indem sie, wenn sie irgendwie anfangen, Ollie zu probieren oder so, irgendwie hinfallen und dass irgendwelche Skater sie auslachen oder so. Mhm. Und viele interessiert es auch gar nicht. Mhm. Wo trefft ihr euch da? In Berlin ist so das Hauptding so Nationalgalerie, Kulturforum, so die Gegend. Ist auch am besten zum Fahren. Mhm. Da ist eigentlich alles dabei, was, so ein, was Spaß macht zu skaten. Ja, du hast sogar dein eigenes Label am Start. Also nicht nur, dass du hier wettkampfmäßig unterwegs bist, du hast ein eigenes Label für Fashion, richtig Skate-Fashion. Was ist denn da der Unterschied jetzt zu normaler Sportswear? So groß ist der Unterschied heutzutage nicht mehr. Hip-Hop-Bereich sind ja auch diese weiten Hosen, nur dass das bei den Skatern halt schon vor 8 Jahren ungefähr war, da hat es angefangen. Da wurden die meisten noch von uns so ausgelacht, was tragt ihr denn? Und heutzutage laufen halt die meisten Leute selber so mit den etwas Baggy-Hosen und du hast ja was mitgebracht, ne? Du hast ja, ich habe ein paar Sachen mitgebracht, so ein paar Sachen hier, eine Mütze. Meine Lieblingshose? Die finde ich eigentlich auch ganz Hosen, schön. Hosen, das ist auch unser Hauptding. Also wir haben uns auf Hosen spezialisiert. Also die sitzt dann natürlich so, ne? Muss man schon mal heißt sagen. Heißt übrigens AMPM, wie man da auch erkennen kann. Aha, hätten wir das auch noch geklärt. Genau. Und hier zum T-Shirt noch. Wir haben halt eine ziemlich große Kollektion. Das konnte ich jetzt alles gar nicht mit herbringen. Das wäre auch zu viel geworden. Was ist jetzt das Spannende am Skaten? Wieso Skaten? Faszinierend tut mich daran die Freiheit und es gibt mir ein Gefühl, was ich nirgendwo anders herbekomme. Es ist einfach, man kann machen, was man will, es gibt keine Regeln. Es gibt, man ist ganz auf sich selbst gestellt, niemand sagt einem, was man zu tun hat. Und diese Freiheit einfach, die hat man eigentlich bei keinem anderen Sport. Mann, Mann, Mann. Ja, und wer jetzt Lust bekommen hat, sich das selber mal anzugucken, wann wäre der nächste große Event? Das nächste große ist in 2,5 Wochen in Dortmund die Weltmeisterschaft. 2,5 Wochen in Dortmund. Danke, dass ihr hier wart. Du bist ja bestimmt auch da in Dortmund. Ja, auf jeden Fall. Ich drücke die Daumen. Macht's gut. Tschüss. Und gut, Dortmund ist ja ganz schön weit weg. Was in Berlin los ist, das gucken wir uns jetzt mal an. Tschüss. Samstag, 23. Juni. Im T34 kann man die Pound Boys aus Denver bei einem ihrer wenigen Auftritte in Europa erleben. Ihre Remixe für Mariah Carey und Katie Lang stürmten die Charts. Und wer die zwei Jungs noch live in klubbiger Atmosphäre erleben will, bevor sie ganze Hallen füllen, hat am Samstag die wahrscheinlich letzte Gelegenheit dazu. Schon in die 8. Runde geht die erfolgreiche Hip-Hop-Party Lost Elements in der Insel. Dabei sind diesmal DJ Nyken und natürlich DJ MK1 von Mikrokosmos, die den Event organisieren. Das nächste Mal im Juli fällt wegen des Splash-Festivals leider aus, dafür wird diesmal umso mehr gefeiert. Dienstag, 26. Juni.
Die kalifornischen Jungs von OPM lassen es auf ihrem ersten Album Menace to Sobriety mächtig krachen. Mit ihrem krassen Cocktail aus Rock, Hip-Hop, Dancehall und Pop werden sie keiner Erwartung gerecht und ihre gute Laune-Songs werden im Columbia Fritz garantiert für Stimmung sorgen. Mittwoch, 27. und Donnerstag, 28. Juni. Maceo Parker ist schon seit 30 Jahren im Geschäft und nun legt der legendäre Saxophonist auf dem neuen Album erst richtig los. Mit seiner neunköpfigen Band wird er das Tempodrom an beiden Tagen in einen tanzenden und groovenden Tempel verwandeln. Und nochmal die Clubszene. Auf der Top-10-Liste der populären Clubs in der Stadt stehen ja Tresor und WMF ganz weit vorn. Na, und da wäre man ja auch schön blöde, wenn man seinen guten Ruf als Club nicht gleichzeitig auch zur Promo für die hauseigene Musik benutzen würde. Gesagt, getan, Tresor und WMF Records sind ja längst etablierte Labels. Und sie bedienen genau den spezifischen Sound, für den sie als Club so bekannt geworden sind. Darüber hinaus wird ordentlich experimentiert, sowas kann man sich als Club-Label ja leisten. Aber andere machen das auch und wir haben es uns nochmal angeschaut, die Labellandschaft. Direkt neben der Hightech-Architektur am Potsdamer Platz liegt der Tresor. Vor über 10 Jahren wurde er als Hardcore-Underground-Techno-Club von den Labelmachern von Interfish Records gegründet. Tresor Records ist sozusagen entstanden, nachdem es den Club gab, also nachdem der Club im März 1991 eröffnet wurde. Und die Detroiter Underground Resistance, diese Bewegung, die es da in Detroit gab sozusagen, die ersten internationalen DJs waren, die da gespielt haben. Wir hatten aber schon ein Label, Interfish Records, und so war der Schritt eigentlich ein kleiner, dass man gesagt, okay, ihr habt jetzt hier gespielt, ihr habt aber noch kein europäisches Label für eure Musik, sollen wir nicht die Lizenz für Europa machen? Und seitdem verlegen die renommierten DJs beim Hauslabel Tresor Interfish. Wer denkt, damit kann man eine Menge Kohle machen, liegt falsch. Denn nicht jeder Raver kauft sich eine Scheibe seiner Lieblingsmusik. Deswegen, wie gesagt, hat es auch lange gedauert, dass wir mit dem Label so weit sind, dass wir alle jetzt, wie wir hier arbeiten, davon leben können und unsere Künstler bezahlen und so einfach existieren. WMF! Ein großer Club ohne Label war nach 10 Jahren auch den Machern des WMF zu wenig. Mit ihren CDs wollen sie die musikalische Bandbreite des Clubs zeigen. Dass WMF jetzt ein Label braucht, würde ich nicht unbedingt sagen, sondern das ist eher die notwendige Konsequenz aus 10 Jahren Clubgeschichte, die, auf die das WMF jetzt zurückblicken kann. Und bei so vielen Partys entsteht schnell der Eindruck des Flüchtigen. Also dass man eigentlich immer nur für was arbeitet, was dann auch schon wieder vorbei ist und woran es nur noch eine flüchtige Erinnerung gibt. Und dadurch entstand eigentlich der Gedanke, ein Label zu gründen, um ein bisschen was für die Ewigkeit zu tun oder wenigstens so eine Party mal festhalten zu können. Und um das Club-Marketing perfekt zu machen, gibt's für Housebands gleich noch ein Video dazu. Draußen ist es kalt, darum gehe ich in die Disco. Berlin Mitte Prenzlauer Berg Lifestyle will das Debüt des Labels Potential All-Star mit seiner ersten CD Berlin Soul Starvation vermitteln. Relaxtes Rumhängen mit Musikerfreunden inspirierte Frank zu seiner Compilation. Berlin Soul Starvation heißt so, weil wir die Platte im Winter kompiliert haben. Und im Winter ist halt Berlin schon eine ganz schön harte Nummer manchmal oder oft oder fast immer so, ja. Und deswegen sollte die Platte eigentlich auch nur so warme Tracks beinhalten oder zusammenpassen, dass man sich halt eben zu Hause auch hinsetzt und wenigstens ein bisschen Wärme hat. Seine Basis für musikalische Ausflüge ist kein Club, sondern sein Klamottenladen. Beim Plattendrehen gibt's die künstlerische Beratung für seine Stars natürlich gratis. Nichts umsonst gibt's bei Marco Steiger, dem Chef vom angesagten Label Royal Bunker. Hallo, ich bin Fuad, das ist Kalle, mein Homes. Hier ist Steiger. Yo. Und mein Rap geht, Rap'in yılmayan sokak birlikleri, katakulliden oluşan tuzak taktikleri sona erdi. Aklımız yine de başımıza gelmedi mi çel? Beim Royal Bunker Label machen alle alles. Der Künstler verschickt seine Tracks persönlich. Trotz beachtlichem Charterfolg bleiben sie bodenständig und bedanken sich per Anzeige artig bei ihren Fans. Royal Bunker sagt Danke. Jazz kommt ja oftmals ziemlich angestrengt daher und nicht nur das, er ist auch nur bedingt clubkompatibel. Deshalb basteln Nigatone schon eine ganze Weile an einer Mixtur, die einerseits tanzbar ist, andererseits aber eben genau die Elemente des Jazz befriedigt. Ich gebe zu, das Ganze riecht jetzt nach so kopflastigem Ausdruckstanzgedödel, aber keine Angst, bei Nigatone klingt das richtig gut. Hagen Liebing stellt die Band vor.
Gerade mal 2 Monate ist es her, da tourte die Sängerin Lisa Bassange mit ihrem Trio durch die Lande und verjazzte Pop-Hits von Sting bis Madonna. Jetzt ist alles anders. Zusammen mit ihrer neuen Band Mikaton macht sie jazzige Tanzmusik zu elektronischen Breakbeats. Was war zuerst da, der Jazz oder die Elektronik oder die Breakbeats? Also ich würde sagen, es war jedem unterschiedlich. Also bei mir war zuerst die Jazzmusik da, bei einigen anderen auch, zum Beispiel bei Lisa. Bei Stefan, der ist ja eigentlich Plattendreher und ist dadurch zur Musik gekommen. Also bei dem war eher die Elektronik da. Aber wie gelingt es Mikaton, den angestaubten Jazz zeitgemäß zu machen? Ich glaube, dass Jazz wieder da hinkommt, wo es eigentlich schon eigentlich auch hingehört, nicht in den Feuilleton, nicht in die Köpfe, also näher, sondern mehr in die Bäuche, so ins Gefühl und auch auf die Tanzfläche. Gut so, ab in den Kuchenstau. Hier, ganz nah bei den Hackeschen Höfen, haben Mikaton ihren festen Anlaufpunkt. Im Kurvenstar fing alles an. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Mittlerweile ist Mikaton nicht nur in Berlin, sondern auch im Ausland eine gefragte Band. Dennoch bleibt der Berliner Kurvenstar ihre künstlerische Heimat. Wir haben hier so einen Steady Gig gehabt, jede Woche, am Sonntag immer, und haben da so unser Programm erarbeitet, das dann letztendlich auch auf der Platte erschien. Und Stefan, also Rogal, der hat uns hier das erste Mal gehört und sozusagen entdeckt. Und für diese Entdeckung hat DJ Stefan Rogal sogar sein eigenes Label gegründet, das Sonar-Kollektiv, damit das Album von Mikaton auch wirklich in jedem Laden zu haben ist.